Grundnahrungsmittel absolut unverhältnismäßig und insgesamt auch nicht erforderlich. Die Antragsgegnerin verstößt daher gegen den Artikel 101 AIOV. Sie verstößt aber auch gegen den Artikel 102 AIOV, weil ihre Vorgaben unverhältnismäßig sind und sie bei der Nichterfüllung dieser Vorgaben die Geschäftsbeziehung mit ihren Händlern abbricht. Selbst wenn also das selektive Vertriebssystem der Antragsgegnerin nach dem Artikel 101 AIOV in Einklang stehen würde, würden ihre Präsentationsvorgaben aus diesen Gründen jedenfalls kartellrechtswidrig sein. Das hat auch das OLG München in Remover dementsprechend entschieden. Denn eine Nichtbelieferung eines Händlers, der die Auswahlkriterien nicht erfüllt für ein selektives Vertriebssystem, kann einen Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung darstellen, wenn der Händler auf diese Ware angewiesen ist. Wirtschaftlich angewiesen im Sinne von, dass eine Nichtbelieferung dem Unternehmen wirtschaftliche Nachteile bringen würde. Ich werde zunächst darstellen, dass die Antragsgegnerin auch Wettbewerber vom Markt gezielt verdrängt, indem sie nämlich Frau Hirter und zahlreichen anderen Händlern ein Kühlregal unter der Bedingung zur Verfügung stellt, dieses ausschließlich für Produkte der Antragsgegnerin zu nutzen. Die Europäische Kommission hat nämlich in Vandenberg Foods festgestellt, dass sich diese Verdrängungswirkung aus drei Faktoren ergibt. Erstens befindet sich die Antragsgegnerin in einer marktmächtigen Position, die ihren Produkten weitgehende Bekanntheit verschafft. Zweitens sind ihre Produkte bei den Konsumenten derart beliebt, dass sie sogar als Must-Stop-Items gelten. Und drittens verfügen Frau Hirter und die meisten anderen Händler nur über sehr kleine Verkaufsflächen, dass das Aufstellen eines weiteren zusätzlichen Kühlregals nicht möglich ist. Die Vorgaben wirken daher de facto wie Exklusivitätsvereinbarungen, welche die Antragsgegnerin mit einer Vielzahl von Händlern abschließt und dadurch den Wettbewerb erheblich gefährdet. Anfang der 2000er Jahre haben Bioleben und vier weitere Unternehmen begonnen, sich über Produktionsstandards für Lebensmittel abzusprechen. Diese Vereinbarung geht sogar so weit, dass die Unternehmen keine Lebensmittel mehr produzieren dürfen, die eben genau dieser Vereinbarung nicht entsprechen. Dadurch kam es zu einer Angleichung der Produktionskosten und zu Produktengpässen für die Konsumenten. Diese Vereinbarung stellt eine Wettbewerbsbeschränkung im Sinne des Artikel 101 Absatz 1 AIOV dar. Ein weiterer Bestandteil der Vereinbarung ist, dass die Unternehmen sich wechselseitig dazu verpflichten, strategische Informationen über ihre Absatzzahlen auszutauschen. Dadurch wird der Geheimwettbewerb nachhaltig beeinträchtigt. Der EuGH und die Kommission haben in mehreren Verfahren wie der Rechtssache John Deere festgestellt, dass ein solches Verhalten einen Verstoß gegen Artikel 101 Absatz 1 darstellt. Auch die Voraussetzungen für eine Freistellung nach Artikel 101 Absatz 3 liegen aus den folgenden Gründen nicht vor. Zunächst darf ich Sie kurz dazu fragen, ist das aus Ihrer Sicht eine bezweckte oder eine bewirkte Wettbewerbsbeschränkung? Bloß eine bewirkte. Für eine bezweckte sehe ich keinen Anlass. Oder kein ausdrückliches. Gut, danke. Auch die Voraussetzung für eine Freistellung liegt nicht vor. Zunächst wäre hier die behauptete höhere Qualität und bessere Verträglichkeit der Produkte, die die Gegenseite als Freistellungsargument darstellt. Eine Studie der renommierten Stanford-Universität belegt, dass Bio-Lebensmittel per se nicht besser, gesünder oder schmackhafter sind. Im Gegensatz zum Fall CZ, in dem man einen Effizienzvorteil faktisch messen konnte in den Stromersparnissen, für die Verbraucher liegt hier kein Vorteil vor. Und es wird, dadurch, dass kein Vorteil vorliegt, wird auch keiner weitergerechnet. Ein allfälliger allgemeiner Vorteil für die Umwelt ohne Vorteil für die konkreten Verbraucher begründet keinen Effizienzvorteil im Sinne des Artikel 101 Absatz 3. Die Beweislast für eine Freistellung 101.3 liegt jedenfalls bei der Antragsgegnerin. Dieser Verstoß der Antragsgegnerin gegen das Kartellrecht ist nach wie vor aufrecht, da man die Absprache nie beendet hat. Deshalb beantragen wir vorrangig die Abstellung nach § 26 Kartellgesetz. Sollte das Gericht der Auffassung sein, dass die kartellrechtswidrigen Handlungen der Antragsgegnerin bereits beendet sind,
So möchte ich festhalten, dass die Antragstellerin ein berechtigtes Interesse daran hat, nach § 28 1a Ziffer 2 an der Feststellung des Verstoßes hat, weil sie beabsichtigt, aus diesem Verstoß Schadenersatzansprüche abzuleiten. Dieser Schadenersatzanspruch ist noch nicht verjährt. Der Anspruch war am 26.12.2016 nach der alten Rechtslage noch nicht verjährt. Gemäß der Übergangsbestimmung des 86 Absatz 9 richtet sich die Verjährung daher grundsätzlich nach der neuen Rechtslage, nach der neuen Bestimmung des 37a. Dieser gilt aber nicht, wenn die alte Rechtslage für den Geschädigten günstiger ist. Genau ein solcher Fall liegt uns hier vor. Denn nach der neuen objektiven 10-jährigen Verjährungsfrist wäre der Anspruch womöglich schon verjährt. Nicht aber nach der alten 30-jährigen Verjährungsfrist des § 1489 ABGB. Auch nach der subjektiven 3-jährigen Frist des § 1489 wäre noch keine Verjährung eingetreten, weil die Antragstellerin erst im Frühjahr 2020 auf der Landwirtschaftsmesse vom Schaden und Schädiger Kenntnis erlangt hat. Abschließend möchte ich ausführen, dass die Alleinbelieferungsvereinbarung zwischen... Entschuldigung, ich habe noch eine Frage zu diesen mutmaßlichen Vereinbarungen, zu den Standards. Wie verhalten sich denn diese zu den später gesetzlich eingeführten Standards? Ist das auch etwas, was einbezogen werden muss in die Beurteilung? Wie bitte? Ich habe die Frage leider nicht. Wie würden Sie das Verhältnis diese mutmaßlichen Vereinbarungen von gewissen Standards mit den später eingeführten gesetzlichen Standards beurteilen? Ist das etwas, was einzubeziehen ist vom Gericht in die Beurteilung? Grundsätzlich geht es um der Wille war gut, aber es geht im Hintergrund darum, war das damals rechtlich verboten oder nicht, der Zweck heiligt in meinem Sinne, dadurch, dass es mehr Bio ist, und die konventionellen Lebensmittel, wie bereits erwähnt, aus der Stanford-Studie ebenfalls sehr gute Qualität haben, teilweise sogar signifikant besser abschneiden, wie sie in unserem Schriftsatz im Stift- und Warentest erwähnt vorfinden, finde ich, dass das wenig bis keine Berücksichtigung finden sollte. Ich hoffe, ich habe Ihre Frage ausreichend beantwortet. Ich kann gerne fortsetzen. Danke. Abschließend möchte ich ausführen, dass die Alleinbelieferungsvereinbarung zwischen der Antragsgegnerin und der New Living gegen Artikel 101 verstößt. Die Antragsgegnerin hält sehr hohe Marktanteile am Markt für Biomilchprodukte in Höhe von 30%. Die Verpflichtung der New Living, mehr als 90% ihrer kompletten Produktion an die Antragsgegnerin zu liefern, stellt nach den Leitlinien der Kommission über vertikale Vereinbarung eine sogenannte Alleinbelieferungspflicht dar. Durch diese wären Wettbewerber der Antragsgegnerin, in konkreto Wettbewerber der Bioleben, vom Markt abgeschottet. Die Voraussetzungen für eine Freistellung liegen weder nach der WTKGVO noch nach Artikel 101 Absatz 3 vor. Die Beweislast hierfür liegt bei der Antragsgegnerin. Die Antragsgegnerin als Category Captain entscheidet über die Vermarktung der in den Einzelhandelsgeschäften der DAH angebotenen Biomolkerei und Biogetreideprodukte. Dies betrifft nicht nur die Produkte der Antragstellerin, sondern auch die Eigenmarke von der Harm, unsere Erde, die eigenen Produkte der Antragsgegnerin und die Produkte sämtlicher anderer Hersteller. Die Antragsgegnerin kann daher Einfluss auf die Vermarktung der Produkte ihrer Wettbewerber nehmen. Die Antragsgegnerin gerät somit in einen unvermeidbaren Interessenskonflikt. Sie hat einen erheblichen Anreiz, ihre eigenen Produkte sowie unsere Erdeprodukte bevorzugt zu behandeln, insbesondere diese automatisch auf qualitativ hochwertigere Regalflächen zu platzieren. Die Antragsgegnerin hat einen signifikanten hohen Marktanteil auf den relevanten Produktmärkten. Somit hat sie auch, im Gegensatz zu der Harm, ein großes Fachwissen in genau diesen Produktbereichen. Der Harm wird daher die Regalplanungen der Antragsgegnerin auch umsetzen. Aufgrund ihres Fachwissens ist die Antragsgegnerin letztlich auch vor Auslistung geschützt. In der Funktion als Category Captain erhält die Antragsgegnerin ständig Informationen über die relevanten Produkte ihrer Wettbewerber. Die kartellrechtlichen Bedenken ergeben sich daraus, dass die Antragsgegnerin nicht nur Category Captain, sondern eben auch direkte Wettbewerberin.
Dadurch zieht die Antragstellerin klar einen wettbewerbswidrigen Vorteil daraus, denn sie erfährt frühzeitig, wann neue Produkte von ihren Wettbewerbern auf den Markt kommen und kann gezielt Gegenstrategien entwickeln. Aus diesen Gründen verstößt die Category Management Vereinbarung gegen Artikel 101 Absatz 1 AGV. Die Anwendbarkeit der Vertikal-GVO schadet allein schon deshalb aus, weil die Antragsgegnerin über einen Marktanteil von mehr als 30% auf dem relevanten Markt verfügt. Des Weiteren hat auch der Harm mit einem Marktanteil von 37% diese Grenze überschritten. Es ist davon auszugehen, dass der Marktanteil von 37% der Harm auf ihrem Absatzmarkt im Wesentlichen ihren Marktanteil auf den Beschaffungsmärkten für Bio-, Milch- und Getreideprodukte entspricht. Denn der Harm und die übrigen Lebensmitteleinzelhändler haben in der Regel keinen besonderen produktmäßigen Tätigkeitsschwerpunkt. Doch dies ist nicht der einzige, warum eine Freistellung nicht vorliegt. Gemäß Artikel 2 Absatz 4 Vertikal-GVO scheidet eine Freistellung bei vertikalen Vereinbarungen auch dann aus, wenn sie zwischen Wettbewerbern erfolgt. Der Harm betreibt in der betreffenden Warengruppe ihre Handelsmarke Unsere Erde und steht somit im Wettbewerb zu den Produkten der Antragsgegnerin. Die Gegenausnahme des Artikel 2 Absatz 4 Litera A Vertikal-GVO ist hier nicht anwendbar, weil der Abnehmer, also der Harm, nicht nur Händler, sondern eben auch Hersteller ist. Denn der Begriff Hersteller ist sehr weit auszulegen. Entscheidend ist, wer die Kontrolle über das Marketing eines Produkts hat. Hierfür kann die Herstellung auch an einen externen Produzenten erfolgen. Handelsmarken sind per Definition Ausdruck eines aktiven Handelsmarketings. Deshalb ist davon auszugehen, dass der Harm die Kontrolle über das Marketing der relevanten Produkte hat und somit als Hersteller eben dieser zu qualifizieren. Auch aus diesem Grund ist die Vertikal-GVO nicht anwendbar. Darf ich kurz einen Schritt zurückgehen zur Wettbewerbsbeschränkung? Auch an Sie die Frage, ob Sie der Auffassung sind, dass die Category Management Vereinbarung nun eine bezweckte oder eine bewirkte Wettbewerbsbeschränkung ist. Danke für die Frage. Ich bin der Meinung, dass die Category Management Vereinbarung eine bewirkte also eine bewirkte ist, weil ja grundsätzlich Category Management Vereinbarung, was schlagen Sie vor zum Beweis der bewirkten Wettbewerbsbeschränkung? Die Frage kann ich Ihnen jetzt, glaube ich, leider nicht beantworten. Anders gefragt, inwieweit macht das jetzt hier einen Unterschied auch für Ihre Position im Verfahren, ob es sich jetzt hier um eine bezweckte oder bewirkte handelt? Vielleicht können Sie generell zur Unterscheidung kurz ausführen. Dürfte ich vielleicht so etwas sagen? Natürlich, gerne. Ja. Zur Differenzierung zwischen der bezweckten und der bewirkten Wettbewerbsvereinbarung, also die bezweckte Wettbewerbsvereinbarung ist in diesem Fall deshalb nicht, also ist in dem Fall einschlägig, weil wir eben wollen, dass das, dass dieses gesamte System als solches nicht Anwendung findet. Können Sie vielleicht noch etwas Generelles zum Unterschied bezweckte, bewirkte Wettbewerbsbeschränkung sagen? Also die bezweckte Wettbewerbsbeschränkung ist in dem Fall folgendes, dass man offensichtlich sieht, dass diese Beschränkung eine Beeinträchtigung des Wettbewerbs mit sich zieht. Eine
bewirkte Wettbewerbsbeschränkung ist in dem Fall nur eine Stufe darunter, die man in dem Sinn nicht so offensichtlich sieht, sondern die auch sich indirekt auswirken kann, wo man nicht auf den ersten Blick sagen kann, okay, hier liegt ein konkreter Verstoß vor, sondern da muss man schon in die Tiefe gehen. Haben Sie einen Beweis am Boot dazu? Einen Beweis dafür, dass die Category Management Vereinbarung als solche nicht anwendbar ist, ist aus meiner Sicht einfach, dass hier dieser Wettbewerbskonflikt eben vorliegt. Und das. Okay, vielen Dank. Bitte fahren Sie fort. Danke. Eine Freistellung nach Artikel 101 Absatz 3 erfordert 4 kumulative Voraussetzungen. Eine davon ist, dass die Wettbewerbsbeschränkungen in der Vereinbarung unerlässlich für die Effizienzvorteile sein müssen und jedenfalls diese Voraussetzung ist in unserem Fall nicht erfüllt. Es ist stets genau abzuwägen, welcher Lieferant zum Category Captain bestellt wird, um vorbeugend Konfliktpotenziale zu vermeiden. Doch mit der Entscheidung, die Antragsgegnerin als Category Captain zu bestellen, sind diese Konfliktpotenziale eher hervorgerufen als vermieden worden. Darum gehen wir davon aus, dass die Auswahl der Antragsgegnerin als Category Captain nicht unerlässlich ist, zumal es weitere Player in genau diesen Produktsortimenten gibt. Auch die Einbeziehung der Eigenmarke von der HAM in die Category Management Vereinbarung und die ausdrückliche Verpflichtung, die Eigenmarkenprodukte auf qualitativ hochwertigen Regalflächen zu platzieren, sind keinesfalls unerlässlich. Daher beantragen wir aus den vorher genannten Gründen eine Abstellung der dargestellten kartellrechtswidrigen Verhaltensweisen in eventuell die Feststellung dieser kartellrechtswidrigen Verhaltensweisen und die Erlassung entsprechender einstweiliger Verfügungen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dankeschön für Ihren Vortrag und ich bitte nun die Antragsgegnervertreter um Ihre Äußerung. Ja, Hohes Gericht, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, uns freut es natürlich immens, nun im Finale stehen zu dürfen und vor mehr Publikum, wie ich das sehe, online unser Plädoyer vortragen zu dürfen. Auch freut es natürlich, das Plädoyer gegen unsere Freunde aus Graz zu halten. Also ich darf uns noch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Martin Klemmeneck, Team Universität Graz 1. Rechts neben mir meine Kollegin Florentina Reit. Frau Reit wird sich mit dem Thema Nachhaltigkeitsinitiative Superbio und die Zusammenarbeit mit New Living beschäftigen, unverändert wie vorhin. Meine Kollegin Frau Radojcic wird abschließend noch auf die Themen Category Management sowie auf das Vermarktungskonzept näher eingehen. Mein Plädoyer richtet sich auf die Marktabgrenzung bzw. nicht vorliegen einer marktherrschenden Stellung. Eigentlich ist mein Plädoyer, glaube ich, will ich Sie nicht länger strapazieren und den Sachverhalt nicht nochmals vortragen. Ich glaube, der ist heute ausgehend thematisiert worden. Aber ich würde Ihnen gerne nochmal die Bullet Points, also die entscheidenden Punkte dieses Falles vortragen. Und das ist aus unserer Ansicht nämlich Klimaschutz, Umweltschutz, aber auch der Tierschutz. Und wir sind der festen Überzeugung, dass das Punkte sind, die nicht nur unsere Generation betreffen, sondern auch die Generationen nach uns. Und diesbezüglich muss das Gericht auch Rücksicht nehmen. Und so soll das Kartellgericht nicht ein Problem für unsere Zukunft darstellen, sondern das Kartellrecht soll mit uns gemeinsam in die Zukunft gehen. Und jetzt kommen wir eigentlich schon zum Hauptteil meines Plädoyers, die Marktabgrenzung bzw. die vermeintliche marktherrschende Stellung, welche natürlich hier nicht vorliegt. Und lassen Sie mich hier mit dem sachlich relevanten Markt beginnen, wer nach dem Bedarfsmarktkonzept ermittelt wird. Ganz wesentlich ist hier bei der Beurteilung die Sicht des Verbrauchers, des Konsumenten. Ist für den Konsumenten eine Ware oder Dienstleistung substituierbar, also austauschbar? Und dies lässt sich hinsichtlich Eigenschaften, Preis und Verwendungszweck bestimmen. Und für diese Frage der Marktabgrenzung muss eine wesentliche Frage geklärt definiert werden. Welche ist, sind Bio-Lebensmittel zu unterscheiden von konventionellen oder bilden diese einen einheitlichen Markt? Nun ja, 10, 15 Jahre zuvor wäre wohl meine konkrete Antwort ja gewesen. Ja, bio-konventionell, sie unterscheiden sich. Doch heute, im Jahr 2020,
sieht dieser Lebensmittelmarkt gänzlich anders aus. Der Markt ist immer wieder geprägt von neuen Trends. Derzeit Bowls, überall sieht man Bowls, Superfood. Ein neuer Trend, sinnbildlich für den dynamischen Markt. Und auch im Bereich Bio-Lebensmittel hat sich dieser Markt so dynamisch entwickelt, denn allein der Markt bzw. der Anteil von Bio-Lebensmitteln im Lebensmittelmarkt hat sich in den letzten 2 Jahrzehnten verdreifacht. Das ist eine Zahl, die ist immens hoch. Bio-Lebensmittel konkurrieren um denselben Regalplatz. Der Verbraucher entscheidet je nach Angebot, er greift zu Bio, aber auch konventionell. Denn es handelt sich hier um dasselbe Produkt mit denselben Eigenschaften, selber Verwendungszweck, mit marginalen Preisunterschieden. Ganz kurz unterbrechen. Würden Sie sagen, dass die Produkte von Ihrem Mandanten die gleichen Eigenschaften haben wie Nicht-Bio-Produkte, weil Sie das jetzt so stark betont haben? Ist es nicht etwas, dass Sie sich unterscheiden in Ihrem Marketing gegenüber dem Konsumenten? Gerne. Ich mag jetzt natürlich nicht die Marketingkampagne unserer Mandantin zerstören. Ich will jetzt hier vor das Gericht offen sprechen. Also meine persönliche Meinung ist natürlich, dass sich diese Produkte nicht so sehr von konventionellen Produkten unterscheiden. Das ist ein Markt, muss ich ehrlich gestehen. Ich meine, die EWR-weiten und europaweiten Standards für Lebensmittel sind dermaßen hoch. Und dass da der Unterschied so immens hoch ist, aber das muss bitte hier in diesem Gerichtssaal bleiben. Das ist eine öffentliche Verhandlung, darauf muss ich Sie hinweisen. Sonst könnten wir gern das Publikum ausschließen, wenn hier Marktgeheimnisse preisgegeben werden, aber ich glaube, wir fahren jetzt fort. Und ich würde auch gern auf die Argumentationslinie des Herrn Kollegen Götz eingehen, welcher über Friesland Foods Campina spricht. Wo es gelingt, Friesland Foods Campina stammt aus dem Jahr 2008. Im Jahr 2008, da war ich noch einige Jahre jünger, da hat es andere Märkte gegeben. Und ich glaube, hier die Marktabgrenzung ist im Jahr 2020 nicht aussagekräftig. Nicht aussagekräftig. Der Markt hat sich so verändert. Und auch räumlich muss man den Markt neu definieren. Das Gesagte von der Gegenseite kann nicht auf unseren Fall, wie wir sagen, repliziert werden. Das kann nicht auf unseren Fall umgelegt werden. Hier sieht es anders aus. Neueste Liefertechniken. Der Weg in einen Supermarkt, hier findet man Produkte, Spanien, Griechenland. Es ist ein weiter als nationaler, wenn nicht sogar EWR-weiter Markt. Und zum Abschluss würde ich noch gern auf die äußerst geringen Marktanteile unserer Mandantin eingehen. Denn diese sind im Bereich für Bio-Milchprodukte, aber auch Bio-Getreideprodukte bei lediglich 3%. Hohes Gericht, wir sind weit entfernt von einer marktbeherrschenden Stellung. Und daher können wir diese auch nicht missbrauchen. Vielen Dank, meine Kollegin Reit wird nun übernehmen. Sehr geehrte Damen und Herren, an dieser Stelle darf ich übernehmen und möchte zunächst auf die Vorwürfe rund um die unbedenkliche Nachhaltigkeitsinitiative eingehen. Der Informationsaustausch endete spätestens mit der Einstellung der Übersendung der relevanten Daten im Jahr 2009. Heutzutage haben wir das Jahr 2020 und die absolute 10-jährige Verjährungsfrist ist im gegenständlichen Fall bereits eingetreten. Und selbst wenn man dieser Ansicht nicht folgen würde, stellt unsere Nachhaltigkeitsinitiative der damaligen Zeit keinen Kartellrechtsverstoß dar, sondern allfällige wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen sind jedenfalls gemäß Artikel 101 Absatz 3 AOV freigestellt. Denn die Nachhaltigkeitsinitiative führte zu einer Realisierung von Effizienzgewinnen, wie enormen Qualitätsverbesserungen der produzierten Erzeugnisse, eine Verbesserung der Warenerzeugung, eine Förderung des technischen Fortschritts. Und daran wurde auch der Verbraucher stark beteiligt, vor allem wenn man das langfristig betrachtet. Der Informationsaustausch war zusätzlich unerlässlich zur Erzielung der Effizienzgewinne, weil eine schwankende Nachfrage in Verbindung mit der verkürzten Haltbarkeit von Bio-Lebensmitteln ein vorausschauendes Wirtschaften in puncto Koordinierung erfordern. Es kam auch zu keiner Ausschaltung des Wettbewerbs. Und ich möchte hier nochmal betonen, dass die Standards, die damals unsere Mandantin vorausschauend vorgegeben hat, nun aktuelle Gesetzeslage sind und unsere Mandantin hier nur vorausschauend agiert hat. Die aktuelle Literatur sowie die Praxis der Wettbewerbsbehörden betont diese Ansicht ebenso, dass der Umweltschutz im Kartellrecht nicht außen vor gelassen werden darf. Und dass es an der Zeit ist, dass auch die Europäische Kommission ihre Entscheidungslinie dementsprechend anpasst. Nun möchte ich auch auf die haltlosen Vorwürfe bezüglich des Super-Bio-Siegels eingehen.
um 100% biologisch und sozial gerechte Produkte anbieten zu können und den gegenüber dem Verbraucher transparent zu bleiben, hat unsere Mandantin eine wertbildende Kollektivnutzmarke, das Super Bio-Siegel, geschaffen. Die Produkte sind mit einheitlichen Gütezeichen versehen und transparent ausgestaltet. Hier jeder, der diese Super Bio-Richtlinien einhält, dem wird auch ein Zertifikat ausgestellt und somit wird eine Wettbewerbsbeschränkung verhindert und ein kartellrechtlich konformes Verhalten an den Tag gelegt. Von einer wettbewerbswidrigen Abschottung kann ja einfach keine Rede sein. Vor allem, wenn, wie mein Kollege bereits ausgeführt hat, keine Marktmacht besteht, können Normenvereinbarungen keine wettbewerbsbeschränkenden Auswirkungen haben. Auch die vorgeworfene Risikoüberwälzung entspricht schlichtweg nicht der Realität. Ganz im Gegenteil, versucht unsere Mandantin mit der Kollektivnutzmarke Informationen hinsichtlich dieser wertbildenden, wertsteigernden Eigenschaften ihrer Produkte dem Verbraucher zukommen zu lassen. Und durch das gewonnene Vertrauen der Kunden in unsere hohe Qualität, in unseren hohen Standard, ist dieser auch bereit, einen höheren Preis zu zahlen. Dadurch zahlen sich auch die höheren Produktionskosten der Lieferanten aus und es findet schlichtweg keine Risikoüberwälzung statt. Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Was sagen Sie zu dem Argument, dass es eigentlich ein Etikettenschwindel ist, wenn man mit 100% Bio wirbt, weil das nicht technisch machbar ist? Unsere Mandantin strebt an, in Richtung 100% Super Bio zu gehen. Und wir versuchen hier 100% den Standard zu etablieren und hier auch einen technischen Fortschritt voranzutreiben. Wir würden hier nicht von einem Etikettenschwindel sprechen, sondern die Bemühungen unserer Mandantin betonen und ihre Standards entsprechen auch dem, was sie versprechen. Das kann man auch dieser wertbildenden Kollektivnutzmarke Super Bio entnehmen. Sie ist sehr transparent ausgestaltet. Sie können gerne ein Produkt von uns sich genauer anschauen. Da ist hinten aufgelistet, wie das alles vonstatten geht. Und wenn Ihnen das ausreicht, dann würde ich jetzt fortfahren. Ja, danke schön. Ich würde ganz gerne noch kurz anknüpfen an die Frage vom Herrn Senatspräsidenten. Sie sprechen von einer wertbildenden Marke. Ich nehme an, Sie wollen hinaus auf eine Rechtfertigung wegen Effizienzen nach 101 Absatz 3. Ihr Kollege hat vorhin aber mehr oder weniger eingeräumt, es sei mehr ein Marketing-Schmäh und daher sei der Markt ein gemeinsamer Markt. You can't have it both ways. Was ist jetzt wirklich Ihre Position? Da haben Sie natürlich recht. Natürlich kann man es nicht auf beide Weisen haben. Aber hier spricht mein Kollege ja in erster Linie von dem jetzigen Standard, nicht von Super Bio, was unsere Mandantin etabliert und voranschreitet mit einem positiven Beispiel zur 100%igen Nachhaltigkeit. Sondern hier hat mein Kollege gesprochen von dem jetzigen Standard, von den herkömmlichen, konventionellen Lebensmitteln und den Bio-Lebensmitteln, die sich momentan kaum unterscheiden. Denn was unterscheidet konventionell und Bio heutzutage grundsätzlich? Die Tiere haben keine großen Auslaufflächen, so wie sie unsere Mandantin jetzt bietet, sondern in erster Linie können sie ein paar Schritte auf den Betonboden machen, vielleicht ein paar Sonnenstrahlen genießen und das war es dann auch schon. Geringfügige Unterschiede beim Futter, aber in erster Linie das, was unsere Mandantin dem Kunden bietet, damit kann der jetzige Bio-Standard bei weitem nicht mithalten. Deshalb auch Super Bio. Nun möchte ich aber weitergehen. Innerhalb der einjährigen Frist hat die Antragstellerin die Chance, sich mit den Bedingungen auseinanderzusetzen. Es steht ihr hier frei, die Produktion anzupassen. Falls sie sich dagegen entscheiden sollte, steht ihr neben einer langen Kündigungsfrist von 9 Monaten eine Vielzahl an Wettbewerbern zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen zur Verfügung. Hier ist einfach keine Spur von Ausbeutung, Zwang oder Abhängigkeit. Die Bedingungen, die mit dem Super-Bio-Siegel einhergehen, dienen dem Umweltschutz, dem Tierwohl, dem Verbraucher bzw. der Gesellschaft als Ganzes, da hiermit eine nachhaltige Entwicklung, die unserer Mandantin so am Herzen liegt, gefördert wird. Nun lassen Sie mich aber noch abschließend auf die haltlosen Vorwürfe. Darf ich noch ganz kurz zu Ihrem letzten Punkt einhaken? Sie laden uns als Gericht ein, dass wir hier gesamtgesellschaftliche Vorteile, die durchaus bestehen mögen, abwägen gegen Nachteile eventuell für Ihre unmittelbaren Kunden. Können Sie mir Entscheidungen oder Rechtsprechung nennen, die es uns überhaupt ermöglichen würde, dass wir eine solche Abwägung treffen? Ja, hier möchte ich in erster Linie darauf hinweisen, dass
die aktuelle Praxis der Wettbewerbsbehörden in diese Richtung geht. Es gibt Sustainability Guidelines der niederländischen Wettbewerbsbehörde, die genau so einen Vorteil für die Gesellschaft gegenüber wettbewerbseinschränkenden Nachteilen, die eventuell vorhanden sind, abwägt. Hier ist das zu betonen, dass ja der Green New Deal eine große Rolle spielt für die Europäische Kommission. Ich nehme an, dass vor allem in Zukunft hier die Kommission ihre Entscheidungspraxis anpassen wird. Und ich würde dann auch fortschreiten mit der vermeintlich wettbewerbswidrigen Alleinbelieferungsvereinbarung. Hier muss kurz auf die Marktabgrenzung eingegangen werden. Bei veganer Ernährung handelt es sich nämlich um eine Systementscheidung. Hier ist auf die Bedarfsdeckung, die für das System geeignete Produkte benötigt, hinzuweisen. Eine eigene Nachfolgegruppe, die alternativlos auf die Produkte, die ihren speziellen Bedürfnissen angepasst sind, also abhängig ist, und in puncto Haltbarkeit und Transportbedingungen unterscheiden sich vegane Produkte speziell von herkömmlichen Lebensmitteln, da beispielsweise Mandelmilch oder Sojamilch eine Haltbarkeit von über einem Jahr aufweisen, nicht gekühlt gelagert werden müssen etc. Hier verfügt New Living über einen sachlich relevanten Markt, über einen österreichweiten Marktanteil in der Höhe von 10%, und auch der räumlich relevante Markt wird aufgrund der eben beschriebenen Charakteristika der Temperaturunempfindlichkeit, der längeren Haltbarkeit, der leichteren Transportmöglichkeiten EWR-weit abzugrenzen sein. Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass die Beziehung zwischen New Living und der Antragsgegnerin erst am Anfang steht. Ein Verbot, Konkurrenten zu beliefern, liegt hier nicht vor. Auch eine marktabschottende Wirkung, die Antragstellerin uns vorgeworfen hat, ist aufgrund der geringen Marktanteile von unter 15% am veganen Milchproduktemarkt nicht spürbar. Hier kommt auch die Vertikal-GVO zur Anwendung, nämlich die zukünftige Vereinbarung wird hier freigestellt sein, da wir nicht einmal in die Nähe einer 30% Marktanteilsgrenze kommen. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf nun auf den Category Management Vertrag und auf die vorgegebene Regalgestaltung der Händler näher eingehen. Was die Category Management Vereinbarung anbelangt, hat die Antragstellerin nicht überzeugend darstellen können, dass jetzt dadurch Kartellrecht verletzt wird. Im Hinblick auf das vertikale Verhältnis können wir Bedenken aus dem Weg räumen. Vor allem aufgrund des Category Management Vertrages nämlich kann die Daham GmbH mit Hilfe der Kenntnisse und der Expertise unserer Mandantin eine gut sortimentierte und gerechte Aufteilung sowie Auswahl in den Filialen gewährleisten. Ich will mich hier kurz halten, da die Vertragsparteien und eben auch unsere Mandantschaft eine besonders lose Form des Category Management-Vertrages vereinbart hat und genau eben diese Tatsache Kartellrechtsverstöße ausschließt. Sämtliche Vorwürfe vermögen also schon mangels Tatbestandsverwirklichung nicht durchzugreifen. Darüber hinaus ist der Category Management-Vertrag von der Vertikalgruppenfreistellungsverordnung umfasst, da die 30%-Schwelle nicht erreicht wird, und natürlich gibt es auch keine Kernbeschränkungen. Es bedarf bei marktstrategischen Fragen des Weiteren auch niemals der Zustimmung oder der Kontrolle unserer Mandantin. Dazu ist dementsprechend auch von Kollusion weit und breit nichts zu sehen und würde man mit dieser auch in Zukunft nicht rechnen. Über eine angebliche Zusicherung bezüglich einer exklusiven Stellung gibt es auch gar keine Anhaltspunkte und ist das schlichtweg falsch. Zu den Anschuldigungen bezüglich des horizontalen Verhältnisses räumen wir ein, dass es theoretisch möglich sein kann, dass solche horizontalen Verhältnisse eben kartellrechtliche Risiken bergen. Allerdings ist es möglich, vorsorgliche Maßnahmen dementsprechend zu treffen, um eben das Compliance-Risiko zu senken. Genau das hat unsere Mandantin eben auch gemacht. Ich will hier auf den Stiftsatz verweisen. Sie sorgt dafür, dass in Clean Teams gearbeitet wird. Darüber hinaus gibt es eine Infrastruktur, die die Weitergabe von Daten ausschließt, und all das erfolgt im Rahmen einer projektbezogenen und sehr genauen Dokumentation. Vor allem jedoch ist eben, wie erwähnt, die von unserer Mandantin bewusst gewählte lose Form des Category Management Vertrages eine solche Vorsichtsmaßnahme. Es ist also an dieser Stelle gar nicht angebracht, unsere Mandantin als unfairen Wettbewerber darzustellen. Vielmehr sind solche Compliance-Vorkehrungen als positiv und vorbildlich einzustufen. Dazu wird ein gemeinsamer Marktanteil von 10% auch nicht erreicht. Das heißt, dass etwaige Auswirkungen, die wir auch hier klar bestreiten und die nicht gegeben sind, auch nicht spürbar wären und auch nicht spürbar sind. Anschließend wollen wir erneut darauf hinweisen, dass Category Management Vereinbarungen eine durchaus gängige und weit verbreitete Methode sind. Diese Methode bringt Vorteile sowohl für Hersteller auch und Händler, so wie es eben auch dieser lose Category Management Vertrag geschafft hätte, würde man dies nur zulassen.
Was das Vermarktungskonzept und vor allem die nicht vorhandene marktbeherrschende Stellung angeht, will ich auf die Ausführungen meiner Kollegen verweisen. Mangels einer solchen, nämlich mangels einer marktbeherrschenden Stellung, kann auch Artikel 102 bzw. § 54 Kartellgesetz überhaupt nicht zur Anwendung kommen. Als nächstes wollen wir anmerken, dass auch hier die Verwendung der Regale optional ist. Die Regale werden unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Was die Vorwürfe bezüglich des Markenzwanges und Artikel 101 bzw. § 1 Kartellgesetz angeht, wollen wir darauf hinweisen, dass die Vereinbarung weder eine Verpflichtung, dass der Vereinbarung weder eine Verpflichtung noch ein Anreiz zugrunde liegt, weswegen jetzt die Antragstellerin dazu veranlasst werden würde, mehr als 80% ihrer Produkte bei einem einzigen Anbieter zu beziehen. Vielmehr kann sie auch weitere Produkte, konkurrierende Produkte einkaufen, verkaufen und ist in diesem Zusammenhang nicht so eingeschränkt, wie es laut den Leitlinien beschrieben wäre, um einen Tatbestand zu erfüllen. Ich will noch kurz die Argumentationslinie unserer Kollegen aus Graz aufgreifen natürlich bezüglich der Rechtsprechung zu Vandenberg Foods. Kurz will ich nur sagen, dass dort die Kühlkästen auch gegen Mietzins verlangt wurden. Bei uns gibt es die Kühlkästen, bei unserer Mandantschaft gibt es die Kühlkästen rein unentgeltlich. Also hier schon mal ein Unterschied. Darüber hinaus verfügte auch die Vandenberg Foods Limited damals in der Causa über einen Marktanteil von 75%, was offensichtlich eine marktbeherrschende Stellung ist. Wir kommen hier nicht mal ansatzweise in diesen Bereich. Nur kurz zu Ihrem Argument der Unentgeltlichkeit der Regale. Vandenberg Foods betrifft einen Abschottungs- und keinen Ausbeutungsmissbrauch. Inwieweit sehen Sie hier, ist es relevant an, dass die Regale dort entgeltlich waren und hier jetzt unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden? Ja, ich wollte nur einfach die Unterschiede in der Causa aufzeigen. Es ist schon ein Vorteil für die Vertragsparteien, ob sie jetzt unentgeltlich die Regale bekommen oder ob sie tatsächlich auch noch gezwungen werden würden, die dafür jetzt auch noch Geld zu bezahlen oder Mieten. Aber was ändert es an der Abschottung? Wir reden hier nicht über eine Ausbeutung. Ob das jetzt die Abschottung bestärken würde, wenn man jetzt zahlen müsste. Was ist Ihr Gegenargument gegen den Vorwurf der Abschottung? Ist das von Ihnen gebrachte Argument, es sei hier Unentgeltlichkeit und nicht Entgeltlichkeit vereinbart, überhaupt relevant für den Vorwurf der Abschottung? Grundsätzlich nicht, aber ich wollte nur aufzeigen, dass es hier Unterschiede in dem Fall gibt. Danke. So, also was die marktbeherrschende Stellung angeht, widersprechen wir hier ganz klar unseren Grazer Kollegen. Anderen Lieferanten ist der Zugang zu den Verkaufsstellen bzw. zum Absatz auch nicht verschlossen. Händler haben zumeist auch noch weitere Kühlregale, wo sie halt weitere Lebensmittel, Getränke frisch gehalten, also frische Lebensmittel unterbringen müssen. Die Annahme, dass jetzt die Händler aufgrund der Breite der Regale nirgendwo jetzt andere Kühlregale aufstellen könnten, weil das überhaupt nicht mehr geht, räumlich ist praxisfern. Darüber hinaus bezieht die Antragstellerin ja 85% ihrer Produkte bei unserer Mandantschaft. Das wäre jetzt für die Antragstellerin nur von Vorteil, da sie ja mehr Umsatz macht damit. Das kommt ihr nur zugute, wenn sie jetzt ein Regal unentgeltlich zur Verfügung gestellt bekommt, wo eben diese Produkte auch gut zur Schau gestellt werden können, was ihren Umsatz wiederum steigern würde. Aufgrund der soeben erläuterten Ausführungen sind die Anträge der Antragstellerin abzuweisen. Vielen Dank. Dankeschön. Ich rufe nun zum letzten Mal die Vertreter der Antragsgegner, der Antragstellerin auf, um eine kurze Replik zu ermöglichen auf die Ausführungen, die wir soeben gehört haben. Bitte. Gut, herzlichen Dank. Ich bin vorhin schon auf die Verjährungsfrist eingegangen und ich denke, das bin ich schon dafür. Und warum 1489 AGB anzuwenden? Dazu möchte ich zu dieser Nachhaltigkeitsinitiative noch etwas sagen. Diese Verhandlungen ist nie beendet. Aber es ist davon zu gehen, dass sich die Beteiligten weiterhin an diese Vereinbarung gehalten haben. Man hat 2009 laut den ergänzenden Fragen sich zum letzten Mal getroffen und dass diese Vereinbarung wohl eine Nachwirkung hat. Das sollte man nicht bestreiten. Daher stellen wir den Abstimmungsantrag und eventuell feststellen. Zum Thema, was der Herr Kollege angesprochen hat, Klimaschutz, Sustainability, Nachhaltigkeit geht uns alle etwas an. Aber zum Thema Klimaschutz sei gesagt, dass die Kommission
allgemeinen Vorteil für die Umwelt nicht als Effizienzvorteil sieht, sofern es keine direkten für die Verbraucher hat. Wir verstehen leider fast kein einziges Wort. Wir haben nicht in der Verbindung. Wir haben die Zeit, passiert keine Sorge. Das Problem ist, Frau Weger, können Sie näher ans Mikrofon rücken oder das Mikrofon näher ans. Ja, Nicole. Und könnten Sie vielleicht, Team Graz 1, vielleicht das Video ausschalten, während die Gegenseite plädiert, vielleicht bringt das auch was. Im Platz 2, Sie sind momentan auf Stumm. So, hören Sie mich wieder? Ja, besser. Besser, ja, danke. Besser, ja. Gut. Ich wollte gerade ausführen, dass das Thema von vorne beginnen. Bitte? Sie können von Ihrer Replik von neu beginnen. Sie sind auf Stumm gestanden. Stumm. Ich habe, glaube ich, heute schon genug über das Thema Verhinderung gesprochen. 1989 unserer Ansicht die korrekte Rechtsnorm ist und die 30-jährige Verjährungsfrist. Jetzt möchte ich noch etwas zu der Sustainability, zu dieser Nachhaltigkeitsvereinbarung sagen. Ja, Nachhaltigkeit geht uns alle etwas an. Umweltschutz geht uns alle etwas an. Auch für die Generationen nach uns. Und zu dieser Nachhaltigkeitsinitiative sei gesagt, dass sich die Beteiligten weiterhin stillschweigen. Der letzte Austausch fand im Jahr 2009 statt. Und dass man in den Fragen, in den ergänzenden Fragen zum Sachverhalt beantwortet hat, eben dass der letzte Austausch in diesem Jahr war. Aber es ist davon auszugehen, gerade wenn man die Natur solcher Vereinbarungen kennt, dass diese Vereinbarung eine beträchtliche Nachwirkung hat. Daher stellen wir den Abstellungsantrag und eventuell den Feststellungsantrag. Zum Thema Klimaschutz möchte ich das weiteren ausführen, dass die Kommission hier aus ihrer Sicht sagt, dass ja, es eine direkte Relevanz zwischen dem Wettbewerbsverstoß und dem Umweltvorteil geben muss. So hat man die Gegenseite hat den Fall CZ nicht erwähnt. Ich werde ihn jetzt kurz erwähnen. CZ war ein solcher Fall. In CZ hat man den Umweltvorteil, den man durch geringere Stromkosten, Strom zu erzeugen, kostet wahnsinnig viel Energie, ob Atomenergie, Wasserkraft. Es ist jedenfalls ein immenser CO2-Aufwand, der betrieben wird, um Strom zu erzeugen. Und man hat es geschafft, durch diese Wettbewerbsabrede Strom zu sparen und die Umwelt zu schützen und die Verbraucher zu beteiligen. Und 5% mehr Bio. Entschuldigung, aber es ist meiner Meinung nach ist das nicht wirklich vergleichbar, wirklich auf einer Waagschale, ist eher Ungleichgewicht. Und zu den niederländischen Sustainability Guidelines, die die Gegenseite so lobend erwähnt hat, ist zu sagen, dass die bloß als noch im Stadium eines Entwurfs sind. Es ist noch nichts beschlossen und die Kommission hat bisher eigentlich immer im Gegenteil entschieden. Ich darf nun. Ich möchte gleich auf die Frage von meiner Kollegin eingehen. Also für die Abschottungswirkung ist es jedenfalls irrelevant, ob dieses Regal unentgeltlich oder entgeltlich zur Verfügung gestellt wird. Denn wenn wir hier eine Markenbekanntheit haben, werden ja die Händler dennoch unter Druck gesetzt, weil sie eben gerade zwangsweise das Produkt führen müssen, wenn Konsumenten dieses erwarten. Auch auf die Frage, auf die Aussage unseres werten Kollegen Kemenjak möchte ich kurz eingehen. Ich sehe die Aussage sehr kontraproduktiv für die Marketingstrategie von Bioleben, wenn Sie auf der einen Seite sagen, 100% Bio ist Ihnen wichtig und auf der anderen Seite sagen Sie aber, die konventionellen Produkte und die Bioprodukte sind auf einem Markt. Das schreit aus meiner Sicht nach Greenwashing und was anderes ist es eigentlich nicht und dementsprechend ist dieses Argument auch zu entkräften. Daher gilt auch die Entscheidung Friesland Foods Campina, die jedenfalls die Märkte in einzelne Produktgruppen unterteilt und hier auch eigene Bio-Märkte vorsieht. Und es geht ein Grundsatz aus dieser Entscheidung hervor, der in dem Sinn jetzt nicht so alt ist, nur weil die Entscheidung aus 2008 stammt. Unser ABGB ist ja auch 200 Jahre alt und währt heute noch. Also von dem her kann man das, glaube ich, nicht so statuieren. Ich möchte noch einmal auf
die Fachexpertise der Antragsgegnerinnen der Category Management Vereinbarung eingehen. Und zwar, dass man wirklich darauf vertrauen kann, da eben die Antragsgegnerin so einen hohen Marktanteil auf den genannten Produktgruppen hat, dass es gar nicht notwendig ist, ein Zustimmungsrecht oder ein Vetorecht seitens der Antragsgegnerin extra und ausdrücklich in dieser Vereinbarung zu vereinbaren. Genau, denn man kann eben davon ausgehen, dass der Harm auf diese Fachexpertise der Antragsgegnerin vertraut. Außerdem möchte ich noch einmal festhalten, dass für eine mögliche Freistellung nach Artikel 171.3 AEV es definitiv nicht auf die Frage eines Effizienzgewinns ankommt. Denn es müssen alle vier Voraussetzungen kumulativ vorliegen. Und wie bereits erwähnt, sehen wir so, dass die Auswahl des Category Captains keinesfalls unerlässlich ist, weil wie bereits erwähnt, gibt es auch weitere Player, die jedenfalls eine größere Fachkenntnis als der Harm besitzen, aber dennoch eine weniger starke Marktstellung wie die Antragsgegnerin haben. Abschließend beantragen wir daher nochmal erneut die Abstellung der kartellrechtswidrigen Verhaltensweisen der Antragsgegnerin. Vielen Dank. Dankeschön. Damit erteile ich abschließend nochmals den Antragsgegnervertretern das Wort zur abschließenden Replik. Ja, hohes Gericht, vielen Dank. Wir nützen gerne eine Zeit und replizieren auf die Gegenseite vorweg. Ich wollte mich eigentlich kurz halten in meiner Replik, aber aufgrund der Aussagen der Gegenseite muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Und zwar, Herr Götz, unser Mandantin verfolgt nicht das Ziel, die Mandanten zu belügen. Nein, sie will nicht irgendeine Fake-Kampagne starten oder irgendwas. Sie will, Stand jetzt, ist halt der Unterschied zwischen Bio und konventionell nicht gegeben. Und daher ist auch die Lösung super Bio. Das mal vorweg. Aber zum Weiteren, in der Entscheidung Friesland Foods Campina, in der Sie Ihre Punkte der Marktabgrenzung mit rausnehmen, Preis, Referenz und Produktionsprozess, diese drei Argumente können wir entkräften. Und zwar dieser hohe Preisunterschied. Hier hat es in den letzten Jahren Preisanpassungen gegeben. Sprich, der Unterschied im Jahr 2020 ist nur noch marginal. Zweiter Punkt, Präferenzen der Verbraucher. Ein gutes Beispiel hier wären Dual-User. Letztlich wirklich einer Kollegin von mir passiert, sie wollte eine Bio-Pizza backen, schaut im Supermarktregal, Bio ausverkauft. Was macht sie? Sie nimmt das konventionelle Stück, das Gegenstück. Es ist genau dasselbe. Und ich glaube, hier greift der User, der Konsument, je nach Angebot zurück. Und schlussendlich noch der Produktionsprozess. Es mag vielleicht sein, dass es geringfügige Unterschiede gibt. Jedoch gibt es europaweit immens hohe Lebensmittelstandards. Diese Unterschiede sind nicht so groß und auch der OGH führt dazu aus, dass geringfügige Unterschiede in den Eigenschaften der Ware nicht zu einem gesonderten, sachlich relevanten Markt führen. Und abschließend vielleicht noch, dass der Markt regional, beziehungsweise dass ein Markt für Bio-Lebensmittel regional vertrieben wird. Ich glaube, wenn man sich internationale Discounter anschaut, wie Hofer, die führen auch Biomarken. Beispiel zurück zum Ursprung. Hohes Gericht, vielen Dank. Nun möchte ich noch auf die Argumentation insbesondere von der Frau Weger eingehen. Es freut mich ja sehr, dass Sie auch der Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert zuschreiben. Hier sollten Sie natürlich auch berücksichtigen, dass genau unsere Mandantin dafür steht und das Verhalten, was Sie hier ankreiden, im Endeffekt die Nachhaltigkeit fördert. In erster Linie zum Super-Bio-Siegel möchte ich noch mal ein paar Worte sagen. Hier geht es darum, dass die Landwirtschaft sich so oder so anpassen müsste. Die EU-Bio-Verordnung, die 2021 in Kraft tritt, stellt nämlich weitgehend gleiche Bedingungen wie unsere Mandantin. Sie greift hier wieder vorausschauend vor und versucht hier die Landwirte, unsere Geschäftspartner darauf vorzubereiten, dass Weiden während der Vegetationsperiode, das Enthornen nur in Ausnahmefällen etc. Nun möchte ich aber auch noch auf die Nachhaltigkeitsinitiative eingehen. Hier kann man bei weitem nicht behaupten, dass die Europäische Kommission die Ideen über die nachhaltigen Richtlinien der niederländischen Wettbewerbsbehörde nicht begrüßen würde. Sie hat sich hier dankbar dazu geäußert, unterstützt die Richtlinien und möchte in Zukunft, damit der Green New Deal von der Europäischen Kommission durchgesetzt werden kann, auch das Kartellrecht anpassen. Denn das Kartellrecht soll nicht Teil des Problems sein. Es soll Teil der Lösung sein. Hier geht es in erster Linie darum. Da wieder kurz einhaken. Also gesetzt den Fall, nehmen wir an, die Europäische Kommission
gibt neue Leitlinien heraus, die Ihren Vorstellungen entsprechen. Welche Bedeutung hätte das für uns als nationales Gericht? Gern. Wir können es gemeinsam bearbeiten. Also, ich glaube, meine Kollegin möchte dazu auch was sagen. Ja, Leitlinien dienen der Auslegung, sind aber nicht verpflichtend wahrzunehmen. Das heißt, man kann sich durchaus in ihnen anhalten, aber sie sind nicht wie Primärrecht, dass man das jetzt genauso befolgen müsste, wie es da steht. Aber hierbei möchte ich auch darauf verweisen, dass auch österreichweit Veränderungen auf uns zukommen, nämlich auch eine österreichische Kartellrechtsgesetznovelle wird die Nachhaltigkeit und den Umweltschutz mehr berücksichtigen. Insbesondere geht es ja auch darum, dass der Green New Deal europaweit umgesetzt werden soll, Emissionen sollen verringert werden. Da spielt die Landwirtschaft eine große Rolle. Das ist ausgesprochen wichtig. Hier möchte ich auch nochmal darauf eingehen, dass die Europäische Kommission durchaus einen kollektiven Nutzen für die Gesellschaft berücksichtigt und hier auch mit den Anschaffungskosten in Hinsicht einer Cost-Benefit-Analyse agieren kann. Der Verbraucher hat schlichtweg einfach weitergehende Interessen als die Preissenkung. Die Vorteile, die eine nachhaltige Entwicklung mit sich bringt, sind nämlich von langfristiger Natur. Ganz kurz noch, was die relative Marktmacht angeht, wollen wir auf die Vielzahl der anderen alternativen Bezugsmöglichkeiten verweisen. Die Antragstellerin steht hierbei in keinem Abhängigkeitsverhältnis zu unserer Mandantin. Das heißt, es gibt genug Ausweichmöglichkeiten zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen. Was die Qualifikation des Smart Stock Items angeht, will ich auch hier sagen, dass es sich um einen besonders dynamischen Markt handelt. Das ist geprägt von Trends, ein Must Stock Item. Ich muss Ihnen hier leider ins Wort fallen. Die Zeit ist abgelaufen. Vielen Dank. Sehr gerne. Genau. Vielen Dank für diesen Beitrag auch und wir sehen uns wieder bei der Siegerehrung.